Hallo liebe Häkelfreunde, ich begrüße euch zu Teil 1 der strahlenden Tunika. Aus technischen Gründen muss ich euch das Video in 3 Teilen zur Verfügung stellen, aber keine Angst, ihr müsst nicht lange auf die weiteren Teile warten. Das Muster erfordert etwas Fingerspitzengefühl und ein bisschen Übung. Deshalb empfehle ich euch, die ersten 5 bis 6 Runden zuerst mit einem Wollrest auszuprobieren. Dann müsst ihr nur aufmerksam und konsequent der Anleitung folgen, denn bei diesem Projekt ist es unerlässlich, dass alle von mir angegebenen Zahlen immer stimmen. Wenn ihr also bereit seid, genau und geduldig zu arbeiten, ist das zu schaffen. Etwas Häkelerfahrung ist aber sicherlich von Vorteil. Dafür verspreche ich euch, dass diese Tunika eure Verwandten und Bekannten vom Hocker hauen wird und sie werden euch zu Recht als Häkelkünstlerinnen bezeichnen. Die Tunika kann in verschiedenen Größen nachgearbeitet werden. Über weite Teile ist die Anleitung für alle Größen gleich. Die verschiedenen Größen werden erst später festgelegt. Detaillierte Angaben zum Materialverbrauch findet ihr wie immer in einer Übersicht auf der Materialseite nach den Intros. Ihr braucht auf jeden Fall ein paar Maschenmarkierer für dieses Projekt. Also falls ihr noch keine habt, am besten gleich besorgen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nacharbeiten und hoffe, dass viele von euch dieses Kunstwerk bald ihr eigen nennen können. Heute verwende ich 2 dreifädige Bobbel mit dem Namen Pink Lady von Meine Bobbelträumerei. Die benötigte Lauflänge für eure Größe entnehmt bitte der Materialseite nach dieser Einstellung. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbel zur Verfügung gestellt hat und die ich natürlich sehr gerne ausprobiere. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurexfaden, in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da mal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen. Und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 3,5. Genaue Angaben zum Verbrauch findet ihr auf der Materialseite direkt vor dieser Einstellung. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und ich schließe diese mit einer Kettmasche zum Ring. Häkle dann 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkle in den Ring hinein 14 weitere Stäbchen. Den Faden häkle ich gleich mit ein, also 14 Stäbchen
in den Ring hinein, sodass wir insgesamt 15 Stäbchen haben. Und wenn ihr 15 Stäbchen insgesamt gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 15 Stäbchen gearbeitet und schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und es muss die dritte Luftmasche sein. Dann häkle ich wieder drei Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen, und häkle in dieselbe Öffnung, wo diese drei Luftmaschen herauskommen, ein zweites Stäbchen dazu, sodass wir in diesem allerersten Ersatzstäbchen zwei Stäbchen haben. Der nächste Maschenkopf ist immer ein bisschen verzogen, aber trotzdem dürfen wir den nicht auslassen. Auch hier häkeln wir zwei Stäbchen in eine Masche. Jetzt haben wir vier Stäbchen und wir machen in jedes Stäbchen der Vorrunde zwei Stäbchen in eine Masche. Und am Ende der Runde ergeben sich genau 30 Stäbchen und die Zahlen müssen immer stimmen, sonst geht sich alles, was später kommt, nicht aus. Also immer darauf achten, dass alle Zahlen korrekt stimmen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 30 Stäbchen gehäkelt und schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Jetzt häkle ich wieder drei Luftmaschen und in dieselbe Masche über dem Ersatzstäbchen, da wo die drei Luftmaschen herauskommen, noch ein zweites Stäbchen dazu. Und diese Runde wird jetzt ein bisschen knifflig, weil die Stäbchen so eng beieinander liegen. Aber das Muster an und für sich bleibt dann immer dasselbe. Also wenn ihr diese Reihe geschafft habt, habt ihr das Muster schon heraus. Und danach geht das dann viel einfacher. Wir haben also über diesem Ersatzstäbchen jetzt zwei Stäbchen gemacht. Jetzt holen wir einen Umschlag und um das nächste Stäbchen, um das zweite Stäbchen herum, häkeln wir eine Noppe. Das heißt, am besten legen wir uns das Stäbchen ein bisschen frei, sodass wir davor und danach eine Lücke haben. Den Umschlag haben wir schon gemacht und wir häkeln jetzt um das Stäbchen herum und den Faden durch, ziehen ihn etwas länger. Das Ganze sollte ungefähr gleich hoch sein wie die Stäbchen. Noch ein Umschlag, um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen und das Ganze noch ein drittes Mal, ein Umschlag, um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen, dann alle gemeinsam abmaschen bis auf zwei und die maschen wir gemeinsam ab. Jetzt haben wir eine Noppe um das Stäbchen der Vorrunde gehäkelt. Jetzt schieben wir das Nöppchen zur Seite, denn in diesem Stäbchen, das sich da ein bisschen versteckt, geht es weiter. Das ist das nächste Stäbchen. Und da kommen zwei Stäbchen in eine Masche. Zwei in eine Masche. Jetzt kommt wieder eine Noppe. Und immer schauen, dass ihr das nächste Stäbchen erwischt. Nicht das Stäbchen, wo schon Stäbchen drin sind, sondern immer das nächste freie Stäbchen. Ein bisschen freilegen. Später geht das einfacher, aber in dieser Runde liegen die Stäbchen sehr nah beieinander.
einen Umschlag um das Stäbchen herumstechen, den Faden durchholen, etwas länger ziehen, ein Umschlag, das Ganze ein zweites Mal, ein Umschlag und ein drittes Mal. Alle gemeinsam abmaschen und dann die restlichen zwei abmaschen. Die Noppe ein bisschen zur Seite schieben, dann seht ihr das nächste freie Stäbchen. Da kommen zwei Stäbchen in eine Masche. Dann folgt wieder eine Noppe um das nächste freie Stäbchen. Hier, wie gesagt, das ein bisschen freilegen, dann könnt ihr gut um das Stäbchen herumstechen. Dreimal machen wir das, alle gemeinsam abmaschen und dann die restlichen zwei ins nächste Stäbchen. Zwei Stäbchen in eine Masche und wieder eine Noppe um das Stäbchen der Vorrunde. Das zur Seite schieben, das ist wichtig, und gleich in den nächsten Maschenkopf zwei Stäbchen häkeln. Eine Noppe um das nächste freie Stäbchen. Die Noppe zur Seite schieben. Zwei Stäbchen in eine Masche. Das sieht so aus. Wir haben zwei Stäbchen, eine Noppe, zwei Stäbchen, eine Noppe und so weiter. Einen Umschlag holen, dreimal den Faden durchholen, alle abmaschen, dann die letzten beiden, die Noppe zur Seite schieben, zwei Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir die ganze Runde so. Und es ergeben sich genau 15 solche Noppen und dazwischen immer zwei Stäbchen in eine Masche. Und wenn ihr die Runde gemacht habt, sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe 14 solche Noppen gemacht. Hier fehlen jetzt noch die zwei Stäbchen direkt nach der letzten Noppe, die ich gemacht habe. Dann bleibt ein Stäbchen übrig. Auch da muss noch eine Noppe gemacht werden. Und jetzt haben wir hier wieder die beiden Stäbchen, also auch hier zwischen der letzten und der ersten Noppe haben wir zwei Stäbchen. Und wir schließen wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Und wie gesagt, es sind genau 15 Noppen und immer dazwischen zwei Stäbchen. Das muss genau passen. Die nächste Reihe ist einfach. Wir beginnen mit drei Luftmaschen und häkeln auf jede Masche der Vorrunde ein Stäbchen. Auch wo die Noppe ist, ist immer oben eine Masche. Auch hier ein Stäbchen. Auf die normalen Stäbchen jeweils ein Stäbchen und auch immer in den Kopf der Noppe ein Stäbchen und es ergeben sich genau 45 Stäbchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, habe genau 45 Stäbchen erhalten. Das muss passen
und ich schließe wieder in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Häkle drei Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen, und ins nächste Stäbchen, also ins zweite Stäbchen, das kommt, häkle ich zwei Stäbchen in eine Masche. Wir haben also ein Stäbchen über dem Ersatzstäbchen, zwei Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgt eine Noppe über das nächste freie Stäbchen. Ein Umschlag, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch. Also dieselben Noppen wie zuvor auch, die bleiben jetzt immer gleich. Dann häkeln wir nach der Noppe, also die schieben wir wieder zur Seite, ein einzelnes Stäbchen und dann zwei Stäbchen in eine Masche, sodass wir immer zwischen den Noppen drei Stäbchen haben. Jetzt folgt wieder eine Noppe, hier genau schauen, dieses Stäbchen ist schon besetzt, immer das nächste freie Stäbchen. Eine Noppe um das Stäbchen der Vorrunde, ein einzelnes Stäbchen ins nächste Stäbchen und dann zwei Stäbchen in eine Masche. Eine Noppe. Die Noppe immer etwas zur Seite schieben, dann seid ihr automatisch auf dem richtigen Stäbchen. Ein einzelnes Stäbchen, zwei Stäbchen in eine Masche. Und wieder eine Noppe. Einzelnes Stäbchen, zwei Stäbchen in eine Masche. Das Ganze sieht so aus. Wir erhalten wieder 15 Noppen, nur dass diesmal dazwischen drei Stäbchen sind. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Hier nach dieser Noppe habe ich noch drei Stäbchen gemacht und die Runde endet immer mit einer Noppe noch ganz zum Schluss. Und dann schließen wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir haben immer noch 15 Noppen. Die Zahl bleibt momentan immer gleich, nur haben wir jetzt zwischen den Noppen immer drei Stäbchen. Also die Anzahl der Noppen bleibt gleich, die Anzahl der Stäbchen zwischen den Noppen wächst. Und jetzt beginnen wir wieder mit drei Luftmaschen, die zählen immer als ein Stäbchen, häkeln auf jedes Stäbchen, das zwischen den Noppen ist, also drei, ein Stäbchen drauf, also drei Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde und in den Kopf der Noppe häkeln wir zwei Stäbchen. Auf die Stäbchen, die zwischen den Noppen sind, das sind drei, häkeln wir jeweils ein Stäbchen drauf, also drei, und in den Kopf der Noppe zwei Stäbchen in eine Masche. Drei Stäbchen nebeneinander. Und
zwei Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir die ganze Runde so und wir erhalten genau 75 Stäbchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch in die letzte Noppe häkle ich noch zwei Stäbchen, das ist ganz wichtig. Und ihr könnt immer kontrollieren, diese Runde hat 75 Stäbchen. Die Zahlen müssen immer stimmen. Und ich beginne wieder mit drei Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkle noch zwei Stäbchen nebeneinander. Also drei Stäbchen nebeneinander, dann zwei Stäbchen in eine Masche, sodass wir fünf Stäbchen haben. Und um das nächste Stäbchen herum kommt eine Noppe. Wir haben gemacht drei Stäbchen nebeneinander, zwei in eine Masche und eine Noppe. Und genau das machen wir die ganze Runde so. Wir häkeln drei Stäbchen nebeneinander. Zwei Stäbchen in eine Masche und eine Noppe. Wir haben also zwischen den Noppen fünf Stäbchen. Noch einmal. Drei Stäbchen nebeneinander, zwei Stäbchen in eine Masche und ums nächste Stäbchen eine Noppe. Wir haben immer fünf Stäbchen, eine Noppe, fünf Stäbchen, eine Noppe, fünf Stäbchen, eine Noppe. Und das wiederholt ihr die ganze Runde und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch diese Runde endet mit einer Noppe um das letzte Stäbchen herum. Und wir schließen in die dritte Luftmasche zur Runde. Und die nächste Runde beginnt wieder mit drei Luftmaschen als Ersatz fürs erste Stäbchen. Dann häkeln wir auf alle vorhandenen Stäbchen der Vorrunde bis zur Noppe lauter Stäbchen. Das sind jetzt fünf Stäbchen nebeneinander, also fünf Stäbchen auf die fünf Stäbchen der Vorrunde und in den Kopf der Noppe häkeln wir zwei Stäbchen in eine Masche, fünf Stäbchen nebeneinander. Und zwei Stäbchen in eine Masche und es ergeben sich genau 105 Stäbchen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Auch auf die letzte Noppe hier häkle ich noch zwei Stäbchen in eine Masche und es ergeben sich genau 105 Stäbchen und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, beginnen wieder mit drei Luftmaschen, als erstes Stäbchen, häkeln vier weitere Stäbchen nebeneinander. So dass wir insgesamt 5 Stäbchen haben. Dann häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche und dann eine Noppe um das folgende Stäbchen herum. Noch einmal, wir häkeln 5 Stäbchen nebeneinander. Zwei Stäbchen in eine Masche. Und ums folgende Stäbchen eine Noppe. Und so weiter. Und es ergeben sich, wenn wir alles zusammenzählen, die Stäbchen und die Noppen, 120 Maschenköpfe. Also immer 5 Stäbchen. 2 Stäbchen in eine Masche und eine Noppe. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Auch diese Reihe endet mit einer Noppe und ich schließe in die dritte Luftmasche zur Runde, häkle wieder das Ersatzstäbchen und häkle 6 weitere Stäbchen nebeneinander. Also wieder bis zur Noppe hin. Insgesamt sind das 7 Stäbchen. Zwei, vier, sechs, sieben. Und in den Kopf der Noppe häkeln wir wieder 2 Stäbchen. Also noch einmal. 7 Stäbchen nebeneinander. Und 2 Stäbchen in den Kopf der Noppe. Und es ergeben sich genau 135 Stäbchen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Es haben sich genau 135 Stäbchen ergeben. Diese Reihe endet immer mit 2 Stäbchen in diese letzte Masche, also in die Noppe. Und wir schließen wieder zur Runde in die dritte Luftmasche, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln weitere 6 Stäbchen nebeneinander, sodass wir insgesamt 7 Stäbchen nebeneinander haben.
Dann folgen zwei Stäbchen in eine Masche. Und dann folgt eine Noppe. Noch einmal sieben Stäbchen nebeneinander. Zwei Stäbchen in eine Masche und eine Noppe. Und das machen wir die ganze Runde so. Und wenn wir alles zusammenzählen, die Noppen und die Stäbchen, ergeben sich 150 Maschenköpfe und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und ich schließe wieder in die dritte Luftmasche zur Runde und wir haben jetzt, wenn wir alles zusammenzählen, die Stäbchen und die Noppen, genau 150 Maschenköpfe und das muss genau stimmen. Denn jetzt formen wir das Ganze um und dazu benötigen wir die nächsten beiden Reihen. Und die erste Umformungsrunde beginnt mit drei Luftmaschen und weiteren drei Stäbchen in diese Masche, wo die drei Luftmaschen herauskommen, also über dem Ersatzstäbchen. Noch einmal drei Stäbchen in eine Masche. So dass wir in dieser ersten Masche über dem Ersatzstäbchen vier Stäbchen haben. Das ist eine halbe Ecke, die zweite Hälfte kommt erst am Ende der Runde hinzu. Jetzt folgen acht Stäbchen und hier wieder schauen, dieses Stäbchen hat einen etwas verzogenen Kopf, das kommt durch diese Zunahmen hier, aber das dürfen wir trotzdem nicht vergessen. Wir häkeln jetzt acht Stäbchen nebeneinander. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stäbchen. Wir haben vier Stäbchen in einer Masche. Und 8 Stäbchen nebeneinander. 2, 4, 6, 8. Jetzt folgen 8 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, dann 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann folgen 8 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, jetzt wieder 8 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt folgt eine Ecke und die besteht aus 7 Stäbchen in einer Masche. In die folgende Masche 7 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir hier eine halbe Ecke und hier eine ganze Ecke. Und jetzt folgen wieder 8 Stäbchen in die nächsten 8 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Ganze sieht im Moment so aus. Hier haben wir eine halbe Ecke, hier eine ganze Ecke. Und jetzt brauchen wir genau 76 feste Maschen. Über die nächsten 76 Maschen. Und wenn ihr 76 feste Maschen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 76 feste Maschen gehäkelt. Jetzt sind wir beinahe rundherum gekommen. Jetzt fehlen noch genau 8 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann noch 8 Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir haben hier am Anfang eine halbe Ecke gemacht. Wir brauchen insgesamt 7 Stäbchen. Am Anfang haben wir 4 gemacht. Das heißt, in diese kleine Öffnung hier, wo diese 3 Luftmaschen sind, da brauchen wir jetzt noch 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Somit haben wir auch hier 7 Stäbchen, die zusammenkommen. Und wir schließen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde und sind jetzt genau über dem mittleren Stäbchen
dieser Siebnergruppe, also genau über dem vierten Stäbchen. Und wir brauchen noch so eine Umformungsrunde. Und die beginnt wieder mit drei Luftmaschen. Und wir machen wieder eine halbe Ecke. Das heißt, da wo die drei Luftmaschen herauskommen, häkeln wir noch drei Stäbchen dazu. Also wieder insgesamt vier. Jetzt haben wir ja in der Vorrunde Stäbchen dazu bekommen, das heißt nämlich diese drei hier, und auch da häkeln wir Stäbchen hinein. Der erste Maschenkopf ist immer ein bisschen schwierig, aber wir dürfen ihn nicht vergessen. Eins, zwei, drei, das sind die drei Stäbchen, die wir in der Vorrunde zugenommen haben. Und jetzt folgen weitere acht Stäbchen auf die acht Stäbchen der Vorrunde. Das heißt, wir brauchen elf Stäbchen nebeneinander. Die Ecke mit den vier Stäbchen, 2, 4, 6, 8, 9. Zehn, elf. Jetzt folgen die acht halben Stäbchen, genau wie in der Vorrunde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8, 8 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt folgen 11 Stäbchen, nämlich 8 aus der Vorrunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann die drei, die wir in der Vorrunde zugenommen haben, 1, 2, 3, das heißt, wir haben 11 Stäbchen nebeneinander. Wir landen genau wieder auf dem mittleren Stäbchen dieser Siebnergruppe, also auf dem vierten Stäbchen. Da kommen 7 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt folgen wieder 11 Stäbchen, auch hier die drei, die wir zugenommen haben, 1, 2, 3 plus weitere 8 aus der Vorrunde, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Jetzt folgen wieder 8 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt folgen wieder 76 feste Maschen. Und wenn ihr die gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 76 feste Maschen gehäkelt. Jetzt brauchen wir noch 8 halbe Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 11 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und auch hier müssen wir noch die Ecke vervollständigen. In diese kleine Öffnung hier, wo die drei Luftmaschen sind, da häkeln wir noch 3 Stäbchen hinein. 1, 2, 3, sodass wir auch hier 7 Stäbchen haben, die zusammenkommen. Und wir schließen wieder in die dritte Luftmasche zur Runde und befinden uns wieder genau in der Mitte der Ecke. Das Ganze sieht jetzt so aus. Damit ist der innere Kreis der Tunika fertig. Im nächsten Schritt machen wir dann diesen Halbkreis hier unten. Aber das seht ihr dann im zweiten Teil des Videos. Liebe Häkelfreunde, das Herzstück dieser tollen Tunika habt ihr schon geschafft. Ihr seid sicher gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich darauf, euch beim zweiten Teil wiederzusehen. Eure Karin aus dem Ländle.